willkommen zu einem neuen Vlog mit Leuten mit. Wir sind jetzt angekommen. Aus einem anderen Land. Und genau, aus einem anderen Land. Und wir haben jetzt direkt unsere Bags gedroppt und fahren jetzt ins West End, um hoffentlich noch Tickets für Angelia zu kriegen. Und heute Abend schauen wir nach Heathers. Yay! Hallo, 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 ihr Lieben. Da wir relativ viel unterwegs waren und ich nicht so viel erzählt habe, dachte ich, ich erzähle euch nochmal im Nachhinein, was so passiert ist. Wir waren nämlich bei Aunt Juliet und haben uns das angeschaut. Wir haben noch am Boxoffice Karten bekommen, also richtig Glück gehabt. Ich fand's vor allem toll, dass es eine nicht-binäre Figur gab und die Lieder haben einfach gesmashed. Im Anschluss sind wir dann ins nächste Theater gegangen. Wir wollten nämlich Heathers gucken. Dafür hatten wir schon im Vorfeld Tickets und wir saßen so weit vorne. Das war einfach mega krass. Es war auch für mich das erste Mal Heathers live. Und ich fand es einfach nur großartig. Vor allem der JD hat mir total gut gefallen. Der war nämlich Ersatz am Tag. Und ansonsten einfach nur wow, was für eine Rockshow. Wir hatten beim Cast auch relativ viel Glück, denn es gab ein paar Tage später einen Cast-Change. Und ich war froh, dass wir genau diesen Cast jetzt noch sehen konnten. Am nächsten Tag sind Jenny und ich dann ein bisschen shoppen gegangen und natürlich musste der Trip beim großen Lush Store in London anfangen. Ich war einfach total überwältigt von der Auswahl und konnte vor allem auch einige Produkte kaufen, die es bei uns in den Lush Stores gar nicht gibt. Und natürlich darf der Besuch beim Forbidden Planet nicht fehlen. Also wenn ihr mal in London seid, das ist der Store für nerdigen Kram. Dort gibt es übrigens auch viele signierte Bücher. Weil Bad Out of Hell in London eröffnet hat, waren wir auch noch kurz am Theater. Aber nur für einen Abstecher, denn dann ging es auf die lang ersehnte Ant-Man-Premiere. Auch das war ziemlich krass. Wir hatten am Vortag schon Bändchen bekommen und es war noch nie so leicht, Bändchen für einen Red Carpet zu bekommen. Front Row! Wenn ihr da mal ein Video zu haben wollt, wie ich das immer anstelle, dass ich auf diese Premieren komme, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wir haben sogar noch T-Shirts abgestaubt, weil wir so laut gejubelt haben. Es ist natürlich immer sehr viel warten, warten, warten auf die Stars. Aber es hat sich total gelohnt. Ich habe von einigen DarstellerInnen dann auch noch ein paar Autogramme und ein paar Selfies abstauben können. Also rundum gelungen. Mein größtes Highlight bei der Premiere war allerdings, dass jemand von der Kulisse ein Stück herausgebrochen hat und dann Styropor rausguckte und man dann einfach so einen anderen Stein vorgestellt hat. Das war super lustig. Abends ging es für uns dann noch zum Moulin Rouge. Das war für mich das zweite Mal, die Show zu sehen und es ist immer wieder ein Highlight. Wenn ihr plant, Moulin Rouge zu sehen, dann kommt mindestens eine Viertelstunde vorher, damit ihr die fantastische Pre-Show nicht verpasst.
Guten Morgen. Wer hat heute Geburtstag? Ich. Yay! Was machen wir heute? Erstmal geil frühstücken und dann gucken wir nachher Book of Mormon und heute Abend Six. Yay! Am Freitag sind Jenny und ich ein bisschen durch die Stadt geschlendert, haben ein paar Bücher geshoppt an ihrem Geburtstag und es ging für uns zu Book of Mormon. Die Show habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Es war cool zu sehen, was für Changes es auch gab. Und endlich hatten wir mal Tickets für Six. Ich fand die Show richtig, richtig gut. Der Cast war toll und absolut überzeugend. Und für mich war es einfach mal toll zu sehen, wie das Ganze auf der Bühne zusammengefasst ist. Ich könnte jetzt auch gar nicht so richtig sagen, welche der Queens mir am besten gefallen hat. Die waren alle fantastisch. Weil an dem Abend Bed Out of Hell Premiere hatte, sind wir auch noch zur Stage Door gegangen und ich konnte mir von den DarstellerInnen noch ein paar Autogramme und Selfies abholen. Habe! Hi! Guten Morgen, jetzt geht's in die Soul Experience. Ich bin schon so aufgeregt, weil ich freue mich da schon seit Monaten drauf. Leider war es ziemlich unmöglich, bei der Saw Experience auch nur irgendetwas zu filmen. Denn es ist tatsächlich so, dass man dort einen Escape Room macht mit Live-SchauspielerInnen und überleben muss, als wäre man in einer Jigsaw-Falle gefangen, genau wie in den Filmen, nur dass halt nicht wirklich jemand stirbt. Aber man hat mindestens genauso viel Stress. Den Folgetag haben wir gemütlich mit einem Spaziergang mit unserer Freundin Lola C. Wolf ausklingen lassen, beziehungsweise sind den Tag gestartet. Lola schreibt auch Bücher, schaut da gerne mal auf ihrem Instagram-Profil rein. Hallo an einem Sonntag. Wir sind heute ein bisschen spazieren in Greenwich. Ich verliere schon wieder meine Gruppe. Sind alle schon ein wenig schneller als ich. Wir sind heute ein bisschen wandern, ein bisschen rumlaufen. Ja. Und nachher gucken wir Frozen. Für den Abend war für Jenny und mich dann noch Frozen angesetzt. Da gab es so richtig fancy Drinks und allein das Theater war umwerfend. Aber auch die Show war für mich total einmalig, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass ich A, so oft heulen werde und B, mir so oft der Mund offen stehen bleibt vor den ganzen Quick Changes und Effekten. Zum Abschluss des Tages sind wir noch ins Theater Café gegangen. Das ist ein Muss für alle Musical-LiebhaberInnen. Und man kann jederzeit auf der Bühne ein Liedchen schmettern, wie diese Person es zu Hamilton getan hat. Guten Morgen mit Kaffee und Frühstück. Was machen wir heute? Wir gehen heute Lemmy gucken und jetzt fahren wir mal zum Upside Down House und schauen uns das mal an. Wir haben durch ein Special Offering nur den halben Preis fürs Upside Down House bezahlt. Ich glaube, das war für zwei Tickets irgendwie 5 Pfund. Man darf allerdings auch nicht länger als 20 Minuten da drin bleiben, weil einem ziemlich schwummrig wird. Also ich habe es den ganzen Tag über gemerkt, dass mir immer noch mal wieder zwischendurch ein bisschen schlecht wurde oder ich auch einfach mal nicht einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Aber insgesamt war es eine super coole Erfahrung.
Und vor allem ist es eine total geile Kulisse für abgefahrene Bilder. Wir sind gerade in der Mall und ein Zeichen. Hier läuft ein Lied aus unserer Playlist von Projekt GJ, das der Song quasi ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand diesen Song halt kennt. Voll verrückt, oder? Den Rest des Tages haben wir hauptsächlich in der Shopping Mall in der Nähe vom Upside Down House verbracht. Das ist riesig. Also wenn ihr sowieso zu dem Upside Down House geht und danach shoppen wollt, schaut auf jeden Fall da vorbei. Wir sind dann auch noch mal kurz nach Camden gefahren und dann ging es zu Les Miserables. Und damit war halt unser Trip leider auch schon zu Ende. Ich werde im März wieder da sein. Ich freue mich. London ist immer einen Besuch wert.